Deutschlands war, sich nun nicht umkehrt. Por esa claridad que llega con tu sonrisa, es que me vuelvo loca cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero por tu sonrisa, es que me vuelvo loca cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero por tu sonrisa. La noche entera yo paso recordando. Chupa suave para que te conozcan, dice así, voy, vamos. Es mentira, tú sabes que eso es mentira. Moin, wir vertreten die Politorganisation, den Politdienstleister schlechthin, die Partei, die Partei. Tag. Ja, also mein Name ist Kartlin, wer mich nicht kennt, ich bin der Landesvorsitzende der Partei, die Partei. Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und parlamentsdemokratische Initiative. Der dritte Sekretär der Botschaft hat sich heute zu uns beehrt und wir begrüßen ihn ganz herzlich. Er wird uns jetzt ein Grußwort halten im Namen der Botschaft der Republik Kuba. Wie so oft auf Veranstaltungen frage ich mich das auch. Ich denke mal, mein Hauptkampfauftrag, der mir vom Wähler und von der Wählerin in die Hände gelegt wurde, kann nur lauten, die Entwicklungen der Bewegungen überall zu beobachten, um auf der Grundlage einer soliden Basis ein tragfähiges Fundament zu errichten. Queridos amigos y amigas, en la madrugada de aquel 26 de julio de 1953, pocos podían imaginar que dentro de unas horas tendría lugar un hecho que cambiaría la historia de Cuba. Da kann ich nur sagen, liebe Kubaner, verfolgt unsere Medien mal ganz genau. Schaut euch an, was gerade mit Griechenland passiert. Dann bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch blüht. Ich kann euch nur gratulieren zu eurer großartigen Entscheidung, eure Märkte, den Westen, dem Kapitalismus zu öffnen. Toi, toi, toi. Los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Centro. Los jóvenes que protagonizaron aquella acción militar liderados por Fidel salieron esa madrugada en busca de la victoria o la muerte. Muchos encontraron ese día la muerte, otros fueron perseguidos, torturados y asesinados. Liebe Freundinnen und Freundinnen, frühmorgen an jedem Tag konnten nur wenige annehmen, dass einige Stunden später eine Tat stattfinden werde, die Kubas Geschichte ändern wird. Die Angriffe auf die Moncada-Kaserne sowie die Kaserne Carlos Manuel de Céspedes. Die jungen Kämpfer, die sich an diesem Morgenanbruch unter der Führung von Fidel Castro an diesem Militäreinsatz beteiligt haben, sind auf die Suche nach dem Sieg oder dem Tod gegangen. Lieber Beweis, der dann mehr oder weniger im Untergang zugeschrieben wurde. Dann hatte der den runden Tisch gemanagt, noch, dass das einigermaßen so friedlich übergeht. Die Anwesenden von Präsident hat also keine der bekannten politischen Funktionen oder sowas, sondern nur halt. War ein Zeugnis davon, ja, der war Chef das Ministerpräsident vor dem Messier, von der Misere, die wir hatten. Der Beziehungen und der hat zu den sozusagen Vereinigten gemanagt. Staaten, ja. Nicht die Solidarität.
Solidarität die politische mit Elite dem hat ja gar nicht mehr gewusst, aufgeben wird, sondern im Gegenteil, Kuba erklärt ja, hat, das war eine dass die Solidarität sehr mit Venezuela ist der Eckstein, auf dem die kubanische Außenpolitik beruht am und Ältestenrat gegründet, haben auch gesagt, und das hat er jahrelang in unserer Verfassung ist festgeschrieben, ja, ja, dass wir unsere Außenpolitik internationalisiert. Hans, jetzt hast du ganz lange gewartet. Du bist jetzt seit Jahrzehnten in der Politik. Du warst in der Volkskammer, du warst im Bundestag, du warst im Europaparlament. Du hast den Werdegang Kubas von seinen Anfängen nach der Revolution bis heute nicht nur verfolgt, sondern auch mit Besuchen, mit direkten Gesprächen auf politischer Ebene in Kuba, aber auch in der DDR. Und auch in der Bundesrepublik natürlich dann verfolgt. Was ist da eigentlich passiert? Hat dich das überrascht, was da am 17. Dezember verkündet wurde? Reisen 40 Jugendliche aus Deutschland mit einem Solidaritätsprojekt. Wenn die USA einen schwarzen Präsidenten haben, und der Papst ein Lateinamerikaner ist, dann gibt es diplomatische Beziehungen, dann werden die USA ihr Verhältnis zu Kuba ändern. Der Herrgott wird schon auf uns hören. Die Revolution hatte kaum gesiegt und dort gab es dann den Versuch der Aggression gegen Kuba. Das war aber ein Ereignis, das am Ende die Welt vor den Rand eines dritten Weltkriegs stellte. Und das war eine großartige Rede, ein großartiger Beitrag. Also, so kannst du noch weitergehen. Ich komme mit dir mit. Kopf hoch, gut schon. Wir sind jetzt da. Die verstehen einfach nichts vom Geld. Das ist der Moment, in dem man sofort einpacken kann. Wenn einem die Amis auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir wollen Kontakte. Das war gestrichen. Puedo no rogar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya, combatirme con mi espada para no perder tu amor, puedo ser tu guerrero. Nun, also ich bin jetzt nicht so der Außenpolitiker, das muss ich vorweg schicken. Ich bin eigentlich mehr Verkehrsexperte. Aber ich bin sicher, dass die Bewegung derer, die Parteien wie unsere gründet, weltweit aktiv ist und möglicherweise auch in Kuba einen Ableger gründet. Eine Mauer schafft Arbeitsplätze, auch in Kuba. Warum nicht? Besseren, billigeren Zucker in erster Linie. Was wir heute hier auf dem Tisch im Café bekommen, das ist ja, schaut sich das Zeug an, das kann man ja nicht trinken, essen, ekelhaft. Leider nein, wer mich kennt, weiß, ich trinke keinen Alkohol. Das hat aber geschmackliche Gründe und keine religiösen, wie man bei meinem Namen vielleicht annehmen könnte. Also grundsätzlich finde ich es in Ordnung, wenn Leute rumtrinken oder wenn sie alles tun, um ihr Gehirn doch den Gegebenheiten hier in Deutschland anzupassen.
sueño. Alcanzaremos la vida. Cantaremos la. Fidel Castro ist leider zurzeit unpässlich und ich wünsche ihm aber an dieser Stelle gute Besserung und hoffe, dass wir uns bald mal sehen können. Und dann würde ich ihm gerne das Berlin zeigen, wie es derzeit hier steht. Ja, zum Beispiel, wie man sich rasiert. Ich glaube, da ist Frau Merkel doch ziemlich unerfahren und da kann man noch was machen. Okay, ich bin dann. Danke auch. Mein Gesicht kannst du ruhig auch mit draufnehmen. Der weiß ja, was er seinen Zuschauern zumuten kann. Aber es ist mal so. Ich habe auch neue Schuhe, falls ihr die auch noch haben will. Und was haltet ihr von Chance 2000? 5000. Das Ding, auch wenn der kein US-Amerikaner ist, war vor kurzem von Havana versucht. Rihanna ist die. Diese Bewegung ist eine Bewegung, weil sie eine Bewegung ist, weil sie eine Bewegung war, sein wird und gar nicht anders sein konnte. Genosse, was meinst du? Bewegung ist gut im Schlafzimmer. Vielen Dank. Hurra. 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 Ja, herzlich willkommen. Habt ihr es erkannt? Dale como es. Dale pa' que aprendas, dale como es. Heute ist Samstag, ein sonniger Samstag, und da habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal frei von der Politik. Und was gibt es Politikfreieres als Kuba? Kuba, hier eine Veranstaltung zum Thema Kuba, ein Ferienparadies, das in Kürze von den USA aufgekauft wird. Momentan noch sehr preisgünstig, man kann da sehr gut essen und wenn man etwas bescheiden ist natürlich. Ich war immer ein Freund von Kuba und der Mentalität, dieses Zuckerrohr, Sie wissen schon, das fand ich immer gut. Ich habe auch Kariesprobleme. Und ja, wie gesagt, ich verbringe hier einen schönen Samstagabend, Mittag, Tag. Und ich glaube, Kuba ist doch ein Staat, der im Bewusstsein der Deutschen im Allgemeinen nicht so die große Rolle spielt, aber Kuba mag klein sein, aber das ist schon eine coole Ecke. Musik.